Freundinnen und Freunde des Schmuckmuseums, liebe Frau Holzach und ja, vor allem lieber David Watkins. Seien Sie sehr, sehr herzlich willkommen zur Eröffnung der Retrospektive. Ja, was ist das Besondere an den Arbeiten von Watkins? Sie sind ausgesprochen vielseitig. Einmal im Material, dann aber auch in der Formgebung und in der Farbigkeit. Da gibt es Werke aus Acryl, aus Neopren, aus Stahl, aber auch aus Gold in verschiedensten Techniken. Wie bei jedem großen Künstler ist bei aller Vielseitigkeit natürlich trotzdem eine klare Handschrift und sind rote Fäden zu entdecken. Wir beginnen in dieser Retrospektive und die Auswahl hat David Watkins selbst getroffen. Natürlich hat dieses Werk über diese lange Zeit einen viel, viel größeren Umfang als das, was wir hier zeigen können. Es sind rund 70 Arbeiten, die aber sehr gezielt ausgewählt wurden, mit einigen wenigen frühen Stücken, die tatsächlich, nehme ich an und gehe ich davon aus, Schlüsselstücke sind für das weitere Vorgehen und das weitere Arbeiten. Wir haben hier das Plakat eingeblendet und da sind diese Stationen eigentlich miteinander verbunden. Sie haben oben rechts das, ein Halsschmuck aus 2008 und unten rechts den Halsschmuck von 1976 aus Acryl. Das war die Zeit der 70er Jahre, als Kunststoff kein alltägliches Material im Schmuck war, sondern tatsächlich ein innovatives und revolutionäres. Wir zeigen das auch in unserer permanenten Sammlung, wenn so Anfang der 70er Jahre auf einmal dieser Switch kommt und die klassischen Materialien zwar noch da sind, aber eben dann dieses neue Material des farbigen Kunststoffs erscheint. Und wir hatten heute Mittag darüber geredet, David erzählte es, er hat nirgendwo einen quadratischen Halsreif gefunden vor seinem. Also es ist wahrscheinlich der erste quadratische Halsschmuck. Und die Zeitenlängen dieses Quadrats stehen in Beziehung zu den Streifen, die entstanden sind. Es gibt die eine Seite, das genau berechnete, das ganz strenge und nicht aus der Linie herausweichen, und das andere, das sagt, naja, es könnte auch mal anders sein. Also wir setzen da was, setzen da was, setzen da was und verändern sozusagen dann den Zustand, um vielleicht über diesen Weg dieses Auflösen des Strikten wieder zu einer neuen Idee und einer neuen Werkgruppe zu kommen. Jetzt danke ich Ihnen, wir hören noch einmal von den beiden Herren ein Stück, dann laden wir Sie ein, die Ausstellung anzusehen und natürlich noch